Moin, heute geht es um den Mod Rustic. Rustic ist im Prinzip so eine Art Mittelalter-Mod, könnte man sagen. Ein relativ kleiner Mod, der sich so auf die Deko-Sachen in Bezug auf Mittelalter, ein bisschen Landwirtschaft, Bienenzucht und auch Elixierherstellung fokussiert. Fangen wir mal an mit den etwas optischeren Sachen. Zum einen gibt es hier sogenannte, ja, Kronleuchter. Die gibt es zum Beispiel in der Gold-Variante, in einem normalen, ja, Kronleuchterring. Oder auch in einer Silbervariante. So craften sind die mit jeweils Eisenketten oder eben halt dann Silber- und Silberketten oder Gold- und Goldketten. Diese Goldketten könnt ihr mit einfach den jeweiligen Barren 3 Stück senkrecht aufbauen. Was coole hier dran ist, ihr könnt hier nicht nur ganz normale Fackeln dran setzen, also Minecraft-Fackeln, Redstone-Fackeln gehen übrigens auch, sondern es gibt auch noch Kerzen vom Mod selber. Die könnt ihr dann beispielsweise mit Goldbarren, Glowstone-Staub und auch Talg bzw. Bienenwachs herstellen. Kommen wir gleich noch zu. Ihr könnt aber auch eine sogenannte Golden Candle Lever craften. Die macht ihr dann mit der jeweiligen Candle, also Kerze, die wir auch uns hier, wie gesagt, so craften können, plus ein Redstone. Und das Coole ist, wie man es sieht oder auch gehört hat, das ist eine, ja, Kerze mit einer Redstone-Funktion, also im Prinzip ein Hebel oder ein Knopf. Das alles gibt es natürlich dann auch in den optischen Dekorationsmöglichkeiten für die Eisenvariante und für die Silbervariante. Darüber hinaus gibt es noch so kleine Golems hier oder ja, Wasserspeier, sind relativ simpel herzustellen, dienen wie gesagt dekorativen Zwecken. Dazu haben wir noch die jeweiligen Ketten, die wir ja für die Kronleuchter benötigen. Auch die können wir dekorativ nutzen. Wie wir es hier gerade sehen. Viel mehr können wir damit nicht machen, aber wie gesagt, ein bisschen Design ist halt dabei. Wichtig bei den Kronleuchtern ist noch, die müssen eben halt an etwas angebracht werden, wo sie entweder nicht runterfallen können oder halt wie wirklich einen Kronleuchter unter die Decke anzubringen. Wenn wir den einfach so seitlich irgendwo dran packen wollen, fällt er auf den Boden. Und naja, der Schaden, der hier verteilt wird, der ist schon relativ stark. Ein Wolf ist quasi One-Hit, ein Schaf ist auch One-Hit. Mit weiteren Gegnern müsste man das mal probieren, aber da auf jeden Fall aufpassen. Als nächstes haben wir hier auch dekorative Laternen, ebenfalls wieder in der Gold-, Silber- und auch Eisenvariante. Und die können wir einfach irgendwo seitlich dranhängen, das ist kein Problem. Die können wir auch oben drauf hängen, also quasi auf so einen Block oben drauf legen, sozusagen. Wir können die auch mit solchen Stahlträgern, dem sogenannten Eisengitterwerk, aufbauen. So können wir uns ein schönes, im Prinzip, ja, Landschaft bauen oder Straße bauen, wo diese Kronleuchter hängen. Dazu gibt es noch hier Holz, ja, Laternen könnte man sagen. Die sehen relativ simpel und spartanisch aus, aber haben halt, wie gesagt, dekorative Zwecke. Die Eisengitterwerke oder das Eisengitterwerk wird einfach mit Eisenbahn hergestellt und die Wooden Lantern mit Stöcken, Kerzen und Fackeln und Glasscheiben. Und es gibt noch allerhand Blöcke, wie wir hier zum Beispiel sehen, eine Steinsäule. Dann gibt es noch eine Dioritsäule, eine Andesitsäule und eine Granitsäule. Wenn wir einmal hier in die Rustic J-Informationen reingucken, sehen wir, hier gibt es auch noch unterschiedliche Holzarten, die gefärbt sind. Da kann man sich also designtechnisch schon relativ gut austoben. Dazu kommt noch so etwas hier. Das sind vom Namen her Tonmauern. Die kann man dann auch noch für dekorative Zwecke nutzen. Ansonsten haben sie ja eigentlich keine weitere, ich sage jetzt mal, Funktionalität. Herzustellen sind die mit jeweiligen Holzblöcken und Ton. Und das in die unterschiedlichsten Mustern hier. Dazu haben wir noch Töpfe. Die Töpfe können wir mit Keramik herstellen. Das Coole an den Töpfen ist, dass es im Prinzip auch eine Truhe und sieht dekorativ ziemlich cool aus. Nochmal kurz zu diesen Schalterkerzen. Wie gesagt, die fungieren im Prinzip als Redstone-Schalter. Heißt also, wenn wir links oder rechts, oben oder unten irgendwas aufbauen, was sich öffnen lässt, können wir die Kerze dafür nutzen. Dient also extrem gut für Geheimgänge. Ich denke da zum Beispiel an Pisten, die man damit bedienen könnte, um irgendeine Tür bzw. irgendeine Wand aus Steinen zu öffnen. Als nächstes kommt das Elixier oder das Brauen, kann man sagen. Grundsätzlich, wir haben auch ein Buch. Dieses Buch empfinde ich aber jetzt nicht als so hilfreich, aber ihr könnt für Dekoration, Agriculture oder Produktion hier reingucken. Eigentlich ist es ziemlich gut organisiert und auch beschrieben, aber irgendwie, irgendwas fehlt mir hier. Es ist zu viel Text und gar nicht mal so, ich sag mal, exakte Informationen, wie man jetzt was zu tun hat. Aber gut, dafür habt ihr auch das Tutorial hier. Erstmal für die Elixiere, um die überhaupt brauen zu können, brauchen wir allerhand an Ressourcen. Wenn wir uns jetzt beispielsweise mal so ein Elixier angucken, wir brauchen hier sogenannte Schachtelhalme zum Beispiel für oder Chilischoten. Oder wir brauchen auch solche komischen Eibischwurzeln oder Ginseng- oder Giseng-Wurzeln. Ich habe das hier mal ein bisschen so aufgebaut. Grundsätzlich kann man sagen, diese ganzen Wurzeln beispielsweise, die finden wir in Caves, also in Höhlen, in Plain oder Forest Biomen, also quasi auch tatsächlich da, wo wir jetzt uns gerade befinden. Den Schachtelhalm
Und das ist dieses grüne Ding hier, also quasi hier das zweite, das Ding hier. Den Schachtelheim finden wir im Dschungel, Schlamm oder auch im Plain Forest Biomen. Den Clouds Buff, das ist der hier. Den finden wir in Mountain Biomen, also in Biome, wo sehr viele Berge sind. Und Aloe Vera finden wir im Sandbiom, Blutorchidee im Dschungelbiom und die Mushrooms finden wir größtenteils im Nesa. Das sind so eigentlich die wichtigsten Sachen. Im Prinzip kann man also sagen, lauft rum, merkt euch oder screenshottet euch oder wie auch immer ihr das machen wollt, diese Optiken hier. Und sobald ihr welche davon findet, baut sie ab, denn davon brauchen wir sehr, sehr viele. So, was können wir jetzt überhaupt machen? Ich habe hier mal einige Elixiere aufgebaut. Grundsätzlich gibt es sehr, sehr viele Elixiere und auch sehr starke. Wir haben zum Beispiel Direktheilung 2. Wir haben Regeneration 2, das ist extrem stark. Ausdörrung ist halt ein Debuff. Nachtsicht, Schnelligkeit, Feuerschutz, extra Energie, Eile, Stärke, Eisenhaut, Feder und lodernde Spur. Das sind schon ziemlich starke Elixiere. Kurze Sätze zu der lodernden Spur, falls man die vielleicht nicht kennt. Sobald ihr die getrunken habt, hinterlasst ihr Feuer auf dem Boden. Das ist sehr gefährlich und sowas kann auch einen Waldbrand, wie man hier sieht, erzeugen. Gerade noch so geschafft. So, da muss man mit aufpassen. Dieser Buff hält 8 Minuten. Und so gibt es aber, wie gesagt, vor allem die Direktheilung oder auch Regeneration, Eisenhaut, super stark. Wir haben zwei Möglichkeiten. Und zwar gibt es einmal, ich sag mal so, die Tier 1 Produktion der Alchemie und die Tier 2 Produktion der Alchemie. Wenn wir uns das einmal anschauen, wir brauchen immer zwei Komponenten. Einmal benötigen wir den beispielsweise alchemischer Kondensator und dazu die alchemische Retorte. Und genau dasselbe dann eben halt auch für die erweiterte alchemische Kondensator. Zu craften ist das noch sehr einfach. Ziegel, Eimer und weiße Keramik plus dreimal einen alchemische Retorte mit Ziegel, Eisen und Eimer. Die bauen wir dann so auf. Wichtig ist hier diese Knöpfe. Das heißt also, wenn ihr einmal dieses Teil so aufgestellt habt, könnt ihr die Retorte nicht so aufbauen, weil hier ist diese Knopfverbindung nicht da. Die muss also so richtig da rein zeigen. Wenn ich das jetzt so falsch mache, kann ich jetzt hier einen Rechtsklick machen, es passiert nichts, wie wir sehen. Wenn ich die aber jetzt korrekt aufbaue, sehen wir auch direkt, ich habe das GUI. Genau dasselbe auch mit dieser Variante. Also achtet darauf, wie ihr sie aufgebaut habt, damit da nichts schief läuft. Unterschied der beiden Varianten ist sehr simpel. Hier können wir zwei Rezepte reintun und in der können wir drei Rezepte reintun. Wir haben hier den Vorteil, dass wir in der Mitte klicken können mit Zeige Rezepte. Das heißt, die Standardversion gibt uns insgesamt 6 bzw. 5 Rezepte. Und die erweiterte gibt uns dann hier um einiges mehr an Rezepten. Wir gehen jetzt natürlich nicht auf alle Rezepte ein. Ich will nur mal einmal die Logik erklären. Beispielsweise, wir wollen jetzt ein Elixier der Direktheilung machen. Das bedeutet, wir brauchen irgendeinen Brennstoff. Da bietet sich natürlich immer Kohle an. Wir brauchen natürlich Glasflaschen, weil es ist ja ein Elixier. Und jetzt in diesem Beispiel benötigen wir rohes Rindfleisch und auch Kamille. Beides können wir hier reintun. Jetzt läuft erstmal noch nichts, denn wir benötigen auf der rechten Seite immer noch eine Flüssigkeit. In dem Fall ist es Wasser. Das können wir einfach hier mit einem Rechtsklick drauf bauen oder draufklicken. Und wir sehen schon an der Optik hier, hier wird was gebraut. Und schon fängt das hier auch an und wir haben gleich unser erstes Elixier. Da ist es schon, Elixier aus Direktheilung. Nehmen wir mit, trinken wir und wir sind sofort geheilt. Craftet natürlich jetzt weiter, solange noch Ressourcen da sind. Dementsprechend das Prinzip ist, denke ich, klar. In diesem Fall haben wir dann drei Rezepte, nicht immer drei Rezepte. Weil wir können hier natürlich auch die Version der ersten Crafting-Rezepte bauen, beziehungsweise die Erweiterung. Hier können wir zum Beispiel Elixier aus Direktheilung 2 craften. Ganz normales rohes Rindfleisch, Kamille, das kennen wir auch aus der ersten Version. Aber jetzt kommt noch ein echter Eibischwurzel hinzu. Das heißt, in diesem Fall hatten wir hier oben ja kein weiteres Feld, wo wir es reintun konnten. Und das haben wir hier jetzt schon. Deswegen darauf achten, hier haben wir dann mehrere Input-Möglichkeiten. Und auch immer wieder hier rechts darauf achten für die Flüssigkeit. In dem Fall ist es eigentlich immer Wasser. So, viel mehr gibt es für den Elixieren gar nicht zu sagen. Das Elixier ist eigentlich ein riesengroßes Thema in diesem Mod. Der Hersteller hat das aber wirklich super simpel aufgebaut. Ihr müsst einfach hier auf die Rezepte gucken, was wo rein muss. Ihr könnt das sofort erkennen. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier ein, ich sag mal, Fehler Potenzial liegt, außer vielleicht, wie gesagt, die Flüssigkeit, die man auf den ersten Blick erstmal übersehen kann. Ansonsten muss man natürlich gucken, wo das droppt, was man benötigt, aber das kriegt man eigentlich im Zweifel dann über Jay raus. Wichtig ist diese Wurzeln hier, hatte ich ja gerade erklärt, wo man die findet. Ansonsten kann man da auch in die Wiki reingucken, die ich natürlich auch im Video verlinken werde. Das zu den Elixieren finde ich, wie gesagt, wunderbar. Ein Mod, der sich auf die Elixiere spezialisiert und die in super simpler Form für uns craften lässt. So, als nächstes haben wir Bienen. Und hier gibt es eigentlich zwei Besonderheiten. Eine sehr negative Besonderheit, aber da kommen wir gleich zu. Zu einem, wir finden auf der Welt diese Bienenstöcke. Die Bienenstöcke befinden sich eigentlich immer bei irgendwelchen Bäumen. An den Seiten dran oder unten dran, da muss man drauf achten. Und wenn ihr diese Bienenstöcke kaputt macht, fallen da zwei Sachen raus. Einmal kommt eine Biene raus, manchmal kommt noch Bienenwachs raus.
Aber das Wichtigste ist, dass wir die Biene bekommen. Diese Biene müssen wir jetzt in ein Bienenhaus reinbringen. Und hier kommt der negative Punkt. Der Mod-Hersteller hat das Rezept für die Bienenhäuser deaktiviert. Ich weiß nicht genau wieso, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe keine plausible Antwort gefunden. Ich habe aber natürlich zwei Lösungen für euch. Die erste Lösung ist wahrscheinlich die einfachste. Schaut mal links unten, nehmt bitte diesen Befehl. Also /gif und dann euren Minecraft-Namen und dann rustic Doppelpunkt Apiary. Das ist dann immer dieser Bienenstock. Enter und schon fällt das Bienenhaus auf den Boden und ihr könnt es aufsammeln. Und schon habt ihr das Bienenhaus. Solltet ihr auf dem Server spielen, lasst euch das von einem Admin geben. Könnt ihm das ja auch gerne erklären. Das Bienenhaus gibt es nicht. Ihr könnt es nicht craften. Zumindest nicht in der aktuellen Version. Für zum Beispiel RL-Craft. Es hat kein Rezept. Die zweite Möglichkeit, naja, die ist ein bisschen komplizierter. Ich möchte sie aber trotzdem erklären. Ihr könnt die Config-Datei ändern. Und zwar geht ihr dafür in euren Minecraft-Ordner, also für dieses Modpack natürlich, geht dort in den Ordner Scripts und geht dann auf die Datei shiv.zs. Öffnet die am besten mit dem Editor oder mit Notepad++. Und bei mir ist es zumindest in der Zeile 441. Und genau dort sieht man, dass das Rezept für die Apiary, also für den Bienenstock, deaktiviert ist. Das könnt ihr jetzt rauslöschen oder auskommentieren und schon solltet ihr auch ein Rezept dafür haben. Ich denke nämlich eigentlich, dass der Mod-Entwickler sich schon was dabei gedacht hat, das zu deaktivieren. Aber wie gesagt, um auf Nummer sicher zu gehen, macht einfach diesen GIF-Befehl und dann habt ihr es. Braucht ihr im Prinzip nur ein, zwei, dreimal und dann ist es fertig. Ist es auch nicht wirklich ein heftiges Item, was irgendwie euch OP macht. Aber das dazu, damit ihr euren Bienenstock bekommt. So, und jetzt ist fast schon die ganze Magie vorbei. Das heißt also, ihr habt jetzt eure Biene. Die ist eben halt aus diesem Bienenstock gedroppt. Und diese Biene packt ihr jetzt in das Bienenhaus rein. Und jetzt wird mit der Zeit Folgendes passieren. Erstmal, die Bienen werden sich vermehren. Das heißt, ihr habt hier am Anfang eine Biene drin. Und später werden es 2, 3, 4, 5 bis 64. Und das nächste ist, ihr bekommt Bienenwaben. Aus den Bienenwaben könnt ihr beispielsweise Honig machen. Oder ihr nutzt die Bienenwaben für eure Alchemie-Rezepte. Das ist also erstmal ganz, ganz wichtig. Und sobald ihr eine zweite, dritte und vierte Biene habt, könnt ihr auch weitere Bienenhäuser nutzen und dort eure Bienen reintun, damit ihr noch mehr Bienenwaben bekommt. Der zweite Vorteil, den ich leider irgendwie gar nicht so richtig bestätigen kann, aber laut Wiki-Seite ist das wohl eine weitere Funktion. Im Umkreis von 4 bis 9 Blöcken, da sind sich die Leute auch nicht so ganz sicher, wachsen Samen schneller. Das ist jetzt bei mir hier nicht der Fall. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber um es erwähnt zu haben, eigentlich sollte das klappen. Als nächstes noch ein bisschen so dekorativ. Ich hatte ja vorhin das Eisengitterwerk gezeigt. Da drumherum könnt ihr Eichenlaub packen, damit es so ein bisschen naturbelassener aussieht. Ihr könnt diese Eisenwerke so bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt, wie ihr hier seht, auch eine Art Zaun damit bauen. Kreativität. Das nächste ist, ihr könnt solche Holzpflöcke bauen aus normalen Holzbrettern. Und ihr könnt Seile craften. Und das macht ihr aus normalen Fäden. Und so könnt ihr euch auch sowas hier herstellen. Und zwar habe ich hier einen Traubensamen gecraftet und die wachsen jetzt automatisch an den Seilen entlang. Das heißt, ich hätte das hier noch viel, viel größer machen können und die Trauben wären dementsprechend noch viel weiter gewachsen. Das hat den riesen Vorteil, wie jetzt zum Beispiel, ihr kriegt mehr Trauben raus. Das ist auch ein bisschen realistisch, wenn man sich das mal anschaut, Traubenfelder, wie die so aussehen. Die sehen schon tatsächlich ungefähr so aus, ist ziemlich cool. So, last but not least, wir haben noch die Möglichkeit, aus den Trauben natürlich auch eine Flüssigkeit herzustellen. Heißt also, wenn wir uns die Trauben mal anschauen, wir haben hier oben, also wir haben erstmal ein paar Standardrezepte, aber uns interessiert hier das Zerkleinerungsrezept. Und zwar können wir über die Zerkleinerungswanne aus einer Traube Traubensaft machen. Aus Traubensaft wiederum können wir dann Wein machen. Und aus Wein wiederum können wir dann, ja, nichts weiteres machen, aber wir können den Wein trinken. Und ich hatte das in meinem Video zu RL-Craft schon einmal angesprochen. Wenn ihr Wein trinkt, werden alle eure Buffs auf 2 Minuten erhöht, bis hin zu maximal 10 Minuten. Ultra-OP solltet ihr tun. Wein ist also das, was ihr haben wollt. Nur passt auf, ihr könnt besoffen werden. Und sobald ihr besoffen seid, naja, hilft euch auch eigentlich kein Buff mehr. Ich habe das hier mal aufgebaut, was man dafür nutzen kann. Beziehungsweise wir müssen auf jeden Fall eine Zerkleinerungswanne craften. Können wir uns so herstellen. Wir können uns auch noch ein normales Fass herstellen. Das machen wir so. Und das Fass ist im Prinzip einfach nur eine Art Kiste für, ich sag mal, Festmaterial. Dann können wir uns natürlich aber auch noch ein Flüssigkeitsfass craften. Das machen wir uns so. Und das Flüssigkeitsfass, naja, wie der Name sagt, ist dann halt für Flüssigkeiten. Was wir aber haben wollen, ist dieses Braufass hier. Erstmal so craften ist das so. Und die beiden Komponenten, die wir wie gesagt haben wollen, ist einmal die Zerkleinerungswanne und einmal das Braufass. Jetzt haben wir einen Schwung Trauben in der Hand. Wir machen einen Rechtsklick auf die Zerkleinerungswanne. Nichts passiert erstmal. Jetzt müssen wir was eigentlich recht Cooles machen. Wir müssen selbst Hand anlegen sozusagen. Das heißt, wir müssen springen und wir werden aus diesen Trauben, also wir werden die jetzt sozusagen quetschen
und werden daraus ja flüssiges Traubensaft machen. Jetzt ist diese Wanne schon voll. Wir können das jetzt beispielsweise mit einem Eimer abzapfen. Wir können das aber auch direkt mit Glasflaschen abzapfen, so wie wir das wollen. Egal wofür wir uns entschieden haben, beides können wir jetzt in das Braufass reintun. Also beispielsweise die Glasflasche wird hier geleert oder auch einfach der Eimer wird hier geleert. Und jetzt geht der Prozess los. Heißt, der Traubensaft wird jetzt über ein sehr, sehr langes Verfahren zu Wein gemacht. Hier können wir aber noch weitere Rezepte herstellen. Beispielsweise Bierwürze wird zu Bier, Apfelsaft wird zu Apfelwein, Eisenbeersaft wird zu Eisenwein, Honig zu Met, Wildbeerensaft zu Wildbeerenwein und der Traubensaft, wie gesagt, zu Wein. Könnt ihr euch ja mal selber anschauen, was ihr mit den anderen, ich sag mal, Früchten so alles machen könnt, welche Buffs ihr da bekommt. Das Verfahren ist aber immer dasselbe. Packt die jeweilige Frucht in diese Kleinungswanne rein, springt ein paar Mal drauf, schöpft die ab und schon kommt es ins Braufass rein. Und das ist der Mod Rustic. Ich finde, ein sehr, sehr kleiner Mod, aber ein ziemlich cooler Mod, was vor allem die Elixiere, die Bienen und auch das mit den Braufässern betrifft. Wenn Fragen sind, stellt die gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo wirklich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin.